Donna, bring mir den Schuh. Bringst du mir den Schuh, bitte? Dankeschön. Dankeschön. Ich lass den Schuh los. Ich brauch den jetzt. Ich brauch den jetzt. Schuhe binden ist ganz einfach und das solltest du schon können. Du hast hier zwei Schuhbändel und damit der Schuhbändel nicht immer wieder gleich aufgeht, gibt es einen super Trick beim Binden. Also, ich mache jetzt auf der Seite, nehme ich den Schuhbändel und lege ihn über den anderen. Merk dir diese Seite. Dann hast du ein Schuhbändelkreuz, dann lässt du den Schuhbändel abtauchen und in der Mitte wieder auftauchen und dann bitte anziehen. So, das ist der einfache Knoten. Den kann man auch bei vielen anderen Gelegenheiten gut brauchen. Und jetzt haben wir uns diese Seite gemerkt. Da machen wir jetzt die Schlaufe, nehmen den anderen Schuhbändel, umwickeln die Schlaufe und dann entsteht hier die Öffnung. Und da schiebst du den Schuhbändel durch, nimmst in die eine Hand das Ende von der Schlaufe und die andere das und einfach anziehen. Noch ein bisschen anpassen und fertig. Damit der Schuhbändel nicht aufgeht, musst du das Schuhbändelkreuz auf der Seite machen, der muss oben liegen und auch die Schlaufe auf der Seite. Schuhbändelkreuz in diese Richtung. Abtauchen, auftauchen, anziehen. Wir haben mit der Seite angefangen, dann machen wir auch mit der Seite weiter. Schlaufe bilden, Faden umwickelt die Schlaufe, dann haben wir hier die Öffnung, durchschieben und anziehen. Anpassen und fertig. Der geht wirklich nicht mehr so leicht auf. Donna, magst du den Schuh wieder aufräumen? Ja, das mag sie, das weiß ich. Donna, bring mir den Schuh. Komm, wir räumen den jetzt aus.